Die Sommerferien sind vorbei und einige Leute kommen aus dem Urlaub wieder. Ein sehr beliebtes Transportmittel ist das Flugzeug. Am Flughafen Münster-Techte starten täglich die Kleinflugzeuge vom Luftsportverein Münster. Mein Ziel ist es, heute mehr über den Verein und über die Sportart, das Fliegen, zu erfahren. Was genau bietet der Luftsportverein denn an? Der Verein bietet zwei Luftsportarten im Wesentlichen. Einmal den Segelflug. Wir haben eine Reihe von Segelflugzeugen. Wir bilden insbesondere Jugendliche, aber auch Erwachsene aus. Es gibt Mitglieder, die an sportlichen Meisterschaften teilnehmen und ähnliches mehr. Das ist die eine Sparte, das ist der Segelflug. Und die andere Sparte ist das Ultraleichtfliegen. Ultraleichtflugzeuge sind kleine, doppelsitzige Motorflugzeuge, die sehr kostengünstig betrieben werden können, sehr wenig Treibstoff verbrauchen und ansonsten aber dieselben Eigenschaften haben wie Motorflugzeuge auch. Wann schießt ihr denn immer mal ein Flugzeug in die Höhe? Ist das täglich, wöchentlich oder nur jeden Monat? Die Motorfliegerei betreibt jeder, wann er Zeit hat. Also unter der Woche natürlich gerne am Abend und am Wochenende sind die Flugzeuge immer ausgebucht fast. Ja, jetzt machen wir hier einen kleinen Rundflug. Was für ein Flugzeug haben wir jetzt hier? Was kommt auf mich zu? Das ist ein Motorsegler vom Typ Grob G109. Das ist ein Motorflugzeug mit guten Segelflugeigenschaften. Und wir nutzen das hauptsächlich, um Streckenflüge zu machen, also eigentlich als Motorflugzeug. Alles klar, dann hoffe ich, dass wir sicher landen und ich sag mal bis gleich. Nach einem spannenden Rundflug und genaueren Infos über den Verein kann ich jedem den Luftsport nur nahelegen. Leute, die Flugangst haben, sollten sich davon zwar möglichst fernhalten, alle anderen, die aber jetzt daran interessiert sind, mal einen Rundflug zu machen oder sogar Pilot zu werden, meldet euch doch einfach beim Luftsportverein Münster. Bei Thomas Apolte und dem Verein bedanke ich mich für den aufregenden Tag und sage auf ein letztes Mal Tschüss.